Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play F1 2013. Ihr habt es schon gesehen, heute werden wir uns mal auf der Strecke Yeongam in Südkorea ein bisschen austoben und wir fahren im Team von Force India in der Haut von Paul Di Resta, der ja mittlerweile nicht mehr dort fährt. Wir fahren ja in der 2013er Saison und ja, mal schauen, was wir hier reißen können. Haben ja in der letzten Folge so ein paar Probleme gehabt. In Singapur wurden disqualifiziert, weil wir von einem KI-Gegner in Safety Car geschoben worden sind. Und ja, komische Situation. Hoffen wir mal, dass wir dieses Mal besser unterwegs sein werden. Ja, 2013 war der Force India eigentlich ganz gut unterwegs. Und ja, die Resta und Sutil waren dort als Team am Start. Und wir werden hier also von der 8. Position starten vor unserem Teamkollegen. Die Wettervoraussage ist trocken, also nachdem wir in den letzten beiden Rennen auch immer bei Nässe unterwegs waren, ist es auch mal ganz gut, dass wir wieder normale Bedingungen haben. So, ich werde hier mal wieder ein bisschen mehr auf Höchstgeschwindigkeit setzen, weil wir hier auch diese zwei langen Geraden haben. Ja, und das Ganze ist mehr oder weniger auch ein Verabschiedungsrennen für diese Strecke Yeongam, die nicht mehr im Kalender enthalten ist seit 2014 und wahrscheinlich dann auch in den kommenden Rennspielen von Codemasters, was die F1-Saison angeht, wohl auch nicht mehr dabei sein wird. Valencia ist ja zum Beispiel jetzt 2013 schon rausgenommen worden, eine tolle Strecke. Ja, und Yeongam in Südkorea, wie gesagt, ab dieser Saison nicht mehr dabei. Und wir fahren jetzt hier nochmal zur Verabschiedung sozusagen. Mal gucken, was hier so geht. Heute war ja auch ein Rennen hier in Südostasien, in Singapur. Da habe ich ja letzte Woche schon, wie gesagt, die Vorschau gebracht. Wir gucken mal, was wir jetzt hier noch so machen können, weil in der realen Saison kommt als nächstes Suzuka. Normalerweise kam davor immer noch hier diese Strecke. Am nächsten Sonntag seht ihr dann die Vorschau für Suzuka, weil auch eine zweiwöchige Pause jetzt ist in der Formel 1. So, ich fahre hier sehr, sehr eng. Ich suche jetzt nochmal mit Kers. Das hat nicht gut funktioniert. Ja, das ist eine Situation, wo ich dann doch nochmal lieber die Wiederholungsdings hier mache. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier gut rumkommen. Lasse ich ihn lieber nochmal durch hier, den Alonso. Immerhin zwei Positionen gut gemacht. Ja, zur Streckencharakteristik werde ich gleich noch eingehen. Erstmal müssen wir jetzt mal sehen, dass wir hier gut vorbeikommen. Wow. Das wurde hier alles sehr eng gerade. Hamilton und Rosberg, ich bin schon auf P3. Das könnte also bedeuten, dass ich hier auch mal wieder einen Rennen hinkriege, wenn alles gut geht, wo auch ich mal wieder eine Siegchance habe vielleicht. Die KI-Gegner sind hier sehr langsam unterwegs. Ich persönlich mag die Strecke eigentlich ziemlich gerne. Sie ist viel zu weit rausgekommen. Sie ist eigentlich ja optisch gesehen ziemlich trist. Was? Kollision verschuldet? Wurde auch gerade von der Seite berührt von Alonso. Boah, was macht ihr denn hier? Das sind Verwarnungen zum Glück nur. Ja, hier passiert gerade einiges. Die Ereignisse überschlagen sich. Wer hat hier in die Zange genommen von links und rechts? Ja, jetzt wieder auf 8 zurückgefallen. Also ich sollte vielleicht doch noch nicht so früh über Rennsieg hier nach mir die Gedanken machen. Die KI hat natürlich was dagegen. Und ich muss mich auch erstmal wieder auf die Strecke einstellen. Ja, die Strecke ist ja auch entworfen worden von Hermann Thielke, dem berüchtigten, berühmten Streckeningenieur, der die fast jede neue F1-Strecke entworfen hat mittlerweile. Zu weit rausgekommen.
Ja, und jetzt kommt hier auch diese lange Gerade. Und hier muss ich aufpassen, dass ich nicht überholt werde. Grosjean ist da noch im Lotus. In einem Lotus, der noch sehr konkurrenzfähig war. Oh, und hier habe ich den Bremspunkt völlig verpasst. Naja, das ist ja hier mal kein guter Einstieg. Ich würde mal sagen, jetzt sollten wir Schadensbegrenzung betreiben und möglichst das Beste noch rausholen. Hier ist die Kurve, die ist sehr eng hier, diese Linkskurve. Hier kommen jetzt wieder schnellere Passagen. Ja, und die Streckenbetreiber hatten so viele Pläne mit dieser Strecke. Das sollte hier eine riesige Stadt drumherum entstehen. Mehrere Millionen Euros. Mir seht ihr auch immer wieder diese Kräne im Hintergrund dort. Die waren ja schon beim Saisonstart oder beim ersten Rennen sehr präsent. Und auch in den Jahren danach wurde immer noch weiter gebaut hier, aber nie wirklich viel. Oh, was war das jetzt? Safety Car. Und ich krieg eine Strafe. Ich habe die Kollision verschuldet, offenbar. Da ist mir zwar meines Erachtens reingefahren, aber gut. Na, dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht haben wir dieses Mal mehr Glück und wir können dieses Safety Car Verfahren jetzt mal richtig miterleben. Das sieht man ja nicht allzu oft. So, okay, wir sollen Sprit sparen, machen wir das mal. Und jetzt sind wir in so einer Art Autopilot und können nicht schneller fahren. Ja, leider gibt es auch hier wieder einige KI-Aussetzer. Ich meine, es war ja eindeutig zu sehen, dass er mir da hinten reingefahren ist. Aber so sehen wir zumindest mal die Safety-Car-Phase, die einem ja sonst oft auch verwehrt bleibt. So oft passiert ja nichts, nur wenn irgendwas mit einem selbst passiert sozusagen. Lässt sich schwierig fahren, weil der Wagen sich irgendwie gar nicht richtig durch die Kurven fahren lässt in diesem komischen Automodus. Autopilot-Modus. Bin jetzt mal gespannt, ob mir jetzt angezeigt wird, dass das Safety Car reinkommt. Oder eben nicht. So, meine Bremsen sind ziemlich kalt. Doch, jetzt wird es langsam wärmer, obwohl ich sie gar nicht benutze. Ich versuche jetzt eigentlich so weit wie möglich dran zu bleiben. Nicht, dass ich den Anschluss verpasse. So, es ist jetzt weg. Ja, ich glaube, es ist weg. Er ist noch draußen. Okay, dann fahren wir doch nochmal eine Runde. Fahren wir doch nochmal eine Runde hinterher. Ja, DRS ist deaktiviert. Das hätte ich mir fast gedacht. Das wäre ja blöd, das jetzt zu verwenden. Ja, wie gesagt, oft kommt das Safety Car nicht raus. Ich bin ja auch mal hier die Karriere gefahren, beziehungsweise eigentlich nicht in diesem Spiel, sondern in F1 2012 und den Vorgängern. Und dort kam es, ja, nicht einmal raus während der gesamten Karriere.
Ja, der Autopilot ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Es wird einem zwar gesagt, man darf nicht überholen, aber man kann es auch gar nicht. Ich kann den Abstand nach vorne zum Beispiel nicht verringern, weil hier immer der automatisch abbremst. Und ich hoffe, dass das Safety Car jetzt reinkommt. Wir haben ja kein Auto mehr gesehen auf der Strecke. Ah, okay. Safety Car geht diese Runde rein. So, Temperaturen sind in Ordnung bei uns, alles grün. Ich werde das Benzingemisch jetzt auf Fett stellen, damit ich direkt in der ersten Runde angreifen kann. So, jetzt muss es gleich losgehen. Ich bin gespannt, wie wir hier klarkommen. Ja, ich konnte nur auf dem Gas stehen bleiben. Den Abstand konnte ich leider nicht verringern. Diese Runde soll ich reinkommen. Ist jetzt natürlich auch interessant, ob einer von den Fahrern da jetzt während dieser Boxenstopp-Phase in die Box gegangen ist. So, langsam habe ich mich auch an die Strecke gewöhnt. Schon wieder fährt er mir einen Zeck. Ah, viel zu weit rausgekommen. Fuck, untersteuern. Du hast einigen Gummiabrieb aufgesammelt und musst mit verringertem Grip rechnen, bis du die Reifen wieder sauber machst. So, die Kurve hier macht ziemlich zu, dann geht's wieder in eine Rechtskurve. Schwierige Kombination. Ihr werdet schon bemerkt haben, dass ich hier nicht so gut unterwegs bin. Zumindest nicht so gut, wie ich mir das vorstellen würde. So, jetzt wird es schwierig in die Box zu kommen. Die Einfahrt hier ist sehr kritisch. Ja, sehr kritisch, ihr seht es schon. Ja, Mensch, der erste Abschnitt war ja jetzt weniger überragend. Gucken wir mal, dass wir wenigstens jetzt im zweiten Turn nochmal Zeit gut machen auf dem harten Reifen. Hab hier noch so meine Probleme, muss ich sagen. So, ja, wir werden jetzt auch wieder das Benzingemisch auf Standard zu stellen. So, Chilton ist ganz schön weit vorne. Genauso wie Wern. Oh. So, den ersten und zweiten Sektor, da mache ich viel Zeit gut und dann verliere ich einiges. Wir müssen uns auch noch daran erinnern, dass wir noch eine 10 Sekunden Strafe am Ende drauf kriegen. Das heißt, wir müssen einiges an Zeit gut machen. Ja,
Ihr seht schon, ich werde hier nicht so richtig warm heute mit der Strecke. So, der geht in die Box und jetzt schauen wir mal, wo wir rauskommen, ob wir wenigstens wieder wen überholen können. Wow, das ist natürlich hier ziemlich kritisch, diese Boxenausfahrt. Ihr habt es gesehen, da war nicht viel Platz. Ich habe DRS, aber ich bin zu weit weg. Ach, komm schon, Philippe. Jetzt kommt wieder meine lieblingsenge Kurve hier, dieser Strecke. So, der ist noch außen, der wird auch vorbeigehen. Schönes Duell hier mit dem. So, es ist eigentlich jetzt ein bisschen sauberer, was ich hinkriege, aber nicht schnell genug. Da jetzt den Spagat zwischenzufinden, das ist die Kunst des Ganzen. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch ins DRS-Fenster kommen kann. Ich glaube aber, ich bin zu weit weg. So, jetzt bin ich wieder schön nah rangekommen. Ich war zu weit weg beim Messpunkt. Doch, krieg's doch noch. So, Massa habe ich überholt. Also der Wagen geht hier wirklich im ersten Sektor ganz gut. Aber hinten in diesen aerodynamischen Abschnitten habe ich wirklich Probleme. Vor allem habe ich immer Untersteuern. Hier auch total viel Untersteuern. Kann hier irgendwie nicht richtig schnell um die Kurve fahren. So, das sah doch schon ganz gut aus. So, jetzt sind wir hier in so einem mehr oder weniger kleinen Loch gelandet. Vor uns kommt erstmal nichts und hinter uns ist auch erstmal nichts. Wir müssen uns jetzt hier also wieder rantasten. oder gab es ja, glaube ich, auch einen ziemlich schönen Kampf zwischen Hülkenberg und Alonso. Wo, ja, Sauber noch ein bisschen erfolgreicher war. So rund läuft es hier nicht.
So, mein einziges Glück ist, dass Alonso jetzt, glaube ich, ein bisschen aufgehalten wird da vorne. Was war das? Manche Sachen passieren hier, die ich mir nicht ganz erklären kann. Ja, 4 Runden haben wir noch vor uns. Ich glaube nicht, dass wir noch viel schaffen. Ich denke, den Alonso da vorne können wir vielleicht noch kriegen. Meine Frage an euch ist natürlich auch mal wieder dabei. Und zwar, was haltet ihr denn von dieser Strecke? Yeongam in Südkorea. Hat die euch gefallen oder fandet ihr die nicht sehr schön? Also wie gesagt, ich finde sie fahrerisch eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn ich sie nicht sehr gut beherrsche. Aber optisch finde ich sie auch sehr, sehr träge und zäh und statisch. Ach, scheiße. Ja, ich werde einfach nicht warm heute mit dem Wagen. Ständig untersteuern, das ist hier hinten echt ätzend. Ich glaube, auf dieser Strecke sollte man wirklich mit einem Setup fahren. Der Fahrer vor dir ist im Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. So, ich glaube, dass ich dieses Mal ein bisschen näher dran bin, aber hier am Ende verliere ich immer noch mal richtig viel Zeit. Ja, mein Ingenieur sagt mir zwar, dass die Zeiten konkurrenzfähig sind, absolut, aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht viel von, weil ich glaube, dass ich das in irgendeinem bestimmten Sektor alles wegschmeiße und in den anderen zwar ganz gut bin. Ja, also so richtig auf die Spur bin ich dem Ganzen noch nicht gekommen. So, der Quersteher hier hat mir jetzt den ganzen Schwung gekostet. So, ja, schön, dass mein Ingenieur versucht, mich hier ein bisschen zu motivieren. Komm jetzt auch etwas näher ran wieder. Du fährst jetzt in seiner verwirbelten Luft. Dadurch hast du weniger Abtrieb auf der Vorderachse. So, noch weniger Abtrieb auf der Vorderachse, sagt er. Hier verliere ich immer mal kurz die Haftung in dieser Kurve. Wieder untersteuern. Na gut, nächste Runde, neues Glück. Am Ende der ersten Geraden habe ich ja immer meistens den größten Vorteil. Schauen wir mal, dass ich jetzt hier gut auf die Gerade rauskomme. So, und jetzt einmal bitte ohne Quersteher aus der nächsten rechts rauskommen. Naja. Ja, es fehlen die entscheidenden Meter an dieser Stelle. Jetzt hier die weite Linie aus Versehen genommen.
aber ich muss eher darauf achten, dass mich hier der Massa nicht noch übertölpelt. Ah, dieses verfickte Untersteuern. Gut, Massa wird mich gleich versuchen zu überholen, der DRS. Aber nicht rechts, kannst ruhig links versuchen, Bursch. Lass ihn mal lieber ein bisschen Platz hier, nicht dass er hier reinfährt. Ah, ist aber weit genug weg. Oh, es ist ätzend, hier lang zu fahren. Ach ja. Ihr merkt schon, ich habe heute weniger Spaß an dieser Sache. So, jetzt ist hier gelb. Dann ist wieder grün. So, ich fahre jetzt mal ganz langsam, damit ich hier wenigstens um die Kurven komme. Selbst dann klappt es noch nicht mal. Perez, oh, was machst du denn hier? Ich fahre das Auto, was du nächste Saison fahren wirst. Ja, da sieht man auch gerade wieder, wo ich gut bin, nämlich in dieser ersten Kurve und in diesem ersten, also der erste Sektor, der gehört mir. Und dann, wo die aerodynamischen Kurven kommen, verkacke ich. Wahrscheinlich habe ich das Auto zu sehr auf Topspeed eingestellt. Ich habe ja am Anfang das Schnellsetup zwar nur genommen, aber so, jetzt ist auch noch mein Benzin gleich leer. Ich mal auf Spritsparen stellen. Ja, es ist mir ein bisschen rätselhaft, warum mein Benzin leer ist. Wir hatten ja Safety Car und haben 2 Runden Sprit gespart. Normalerweise sollte man ja meinen, dass man im normalen Renntempo mit einer Benzinfüllung durchkommen sollte. Aber trotz Safety Car ist trotzdem zu wenig Benzin dabei, offensichtlich. Naja, egal. Ja, das Rennen hier heute weniger schön, ihr habt es gesehen, ich hatte ziemliche Probleme, das Auto auf der Strecke zu halten. Hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht, irgendwie ist hier was schief gelaufen heute. Dennoch, ja, 6. Position im Moment, wir haben eine Strafe bekommen, 10 Sekunden. Und ich denke, das ist ganz okay für einen Force India. Sind vor unserem Teamkollegen gelandet und somit
gar nicht schlecht. Haben wir nochmal die Strecke gesehen. Ihr habt gesehen, die ist sehr speziell. Es gibt hier schnelle und langsame Abschnitte, enge Kurven und super schnelle Kurven. Und wir werden diese Strecke höchstwahrscheinlich nie wieder irgendwo sehen. Was ja realen Motorsport angeht und auch die Racing Games, weil die Strecke nicht mehr im Kalender ist. Ja, war ja kein würdiger Abgang, aber es war ein Abgang und ich mache jetzt auch einen Abgang. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, auch wenn es heute kein brillantes Rennen war, aber nicht jedes Rennen ist ein super Rennen. Vielen Dank und bis dann.